Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projekt Aura. Wir befinden uns mal wieder in einer neuen Aufnahmesession. Und am besten starte ich das Spiel auch. Schauen wir mal, was wir heute machen. Wir haben ja zuletzt hier diese Corporation aufgebaut, die Conservatives. Das ist ja die dritte mittlerweile, die wir haben. Das heißt, eine fehlt noch. Die werden wir, weiß ich nicht, da hinten, hier irgendwo hinklatschen. Auf der rechten Seite von hier aus gesehen. Und unsere Lebensmittelproduktion, die haben wir eigentlich so weit auf Vordermann gebracht. Wir haben ja da hinten noch Seegrasproduktion und entsprechend Biomüllwiederverwertung, sodass wir genug Dünger bekommen. Hinten sieht man schön unsere ganzen botanischen Gärten, die sich fast alle drehen. Schauen wir mal, wie viel sind nicht an. Eins, zwei, ja, da sage ich es gerade noch und kaum spreche ich es aus, sind doch keine Lebensmittel mehr da. Warum? Ich weiß es nicht. Was fehlt? Ach ja, hier die sind da. Wie sollen wir jetzt gucken? Ah, hier Brot fehlt. Warum? Haferbrot. Okay. Nehmen wir das einfach mal raus. Und schauen mal. Ich habe hier schon wieder irgendwie keine Ingame-Sounds. Verstehe ich jetzt gerade wieder nicht. Was haben sie sich denn geändert? Audio. Ist doch alles da. Effekte. Ah. Ja, will ich speichern? Okay, ja, ja. So. Da ist es doch wieder. So, was wollte ich sagen? Und nicht lügen, heißt es doch so schön. Lebensmittelproduktion läuft, bis auf Haferbrot. Warum das jetzt nicht läuft, weiß ich nicht. Wo sind denn unsere Haferfabriken? Die können wir ja hier direkt über Schnellmenü finden. Wo sind wir? Da jetzt kommen hier da ist was, ne? Genau. Hafer 1. Hafer anbauen tun sie nicht. Der eine läuft, der andere nicht. Das heißt, es fehlt Samen. Nö, Wasser fehlt. Leck mich am, weiß ja wohl. Ach ja, wir hatten ja noch da hinten. Genau, das war es ja, was wir zuletzt auch noch gemacht hatten. Oder zumindest zwischendurch noch eine weitere Entsalzungsanlage. Das heißt, dann werden wir mal schauen, dass wir hier noch eine weitere bauen. Ganz einfach, damit wir dementsprechend ausreichend Wasser auch haben. Weil da wird doch ordentlich was weggeschlürft. Da 1400 sind nämlich nur noch da. Und in der Kantine 2900. Naja. Dann kümmern wir uns da mal drum. Und bauen heute mal eine neue Wasserentsalzungsanlage. Baumenü, das kennt ihr ja alle schon. Ich muss eben gerade mal wieder reinkommen. Entsalzungsanlage, da ist er ja. Und diese war das dann, ne? Jetzt habe ich gerade wieder gemerkt, das Bub von dem Menü, das ist wieder so laut. Das nehme ich dann doch mal wieder ein bisschen zurück, weil ich habe gemerkt, das stört so ein bisschen in den Aufnahmen. 25 hatten wir den stehen, ne? Oh, zack, fertig. Ja, weiter. Ja, will ich speichern, alles klar. So. Dann nehmen wir das mal rüber. Und klatschen die hier mit dran. Die passt ja hier direkt daneben. Und dann heißt es mal wieder bestücken. Aus dem Kaufmenü nehmen wir das ja alles raus. Tech, Bio, hier Dings ist das schnell. Wassereinsalzung. Wie viel haben wir denn da? 1, 2, 3 Stück. Na komm schon. Dann brauchen wir noch die Gebäudewartung. Haben wir da 4 Stück immer drin? Ich weiß es gerade nicht, muss mal gucken. 1, 2, 3, 4 und dreimal Wasser, alles klar. Dann kaufen wir dann noch 2 dazu. Komm, machen wir mal einfach so. 1, 2. Geht es ein bisschen schneller. So. Und das Spiel kennt ihr ja schon. Linie ziehen, hier die Verbindungsknoten. Und dann per
Personal finden, einstellen, zuweisen. Letztendlich wiederholt es sich ja immer wieder. Dann gilt es dann optimieren und weiter ausbauen. Aber so ist das nun mal bei Aufbauspielen. Sobald man einen gewissen Stand erreicht hat, läuft es relativ von selber. Lässt sich nicht vermeiden. Oh, wir haben gar keine Leute, das ist ja traumhaft. Hallo? Ah, jetzt sind sie gerade dazugekommen, das heißt, sie haben gerade gewechselt. Schön, haben wir jetzt gleich mal zwei Techniker, die nehmen wir uns sofort. Immer gern gesehen. So, das, na komm schon. Sorry, bloß nichts zum Eintauschen, das ist immer doof. Techniker, na, ist mir zu teuer, habe ich keine Lust drauf. Warum sind das so wenig? Ah, jetzt kommen sie rein. Direkteur. Na komm schon. Handwerker haben wir wieder verwirrt, dann werden wir wieder einfach mal jetzt eintauschen. Was brauchen wir denn? Anlagenbediener, ganz einfache. Und einen Schwung Techniker. Dann würden wir das mal hier umstellen. Zack. Anlagenbediener sind nicht die. Mein Gott, ich muss sie immer wieder suchen. Ich kann mir das nicht merken. Da sind sie. So, dann tauschen wir mal fröhlich aus. Da brauchen wir reichlich von. 2, 4, 6, 6, 12, 18 Stück brauchen wir davon. Ist ja schnell gemacht. So, das sind jetzt 4. 5 und 6. Na komm her. Mit dem Verbinden habe ich es aber echt jetzt schwierig hier. Ist beim letzten Mal schon so gewesen, da ist er wieder nicht angeknipst. Irgendwie kriege ich das hier nicht auf der Reihe. Entweder liegt das an der Maus oder ich weiß es nicht. Oder ich bin einfach zu dämlich dazu. Das wird es wahrscheinlich sein. Weil ich zu faul bin, mir einfach mal nachzuschauen, ob es da nicht eine Abkürzung für gibt. Nicht genügend Energie. Ja, das Spiel kennen wir ja. Ja, gut. Dann lassen wir das mal eben hier fix sein, weil wir brauchen die Leute gar nicht einstellen, denn wir haben ein Energieproblem mal wieder. Und das könnte eventuell dazu führen, dass wir dann auch sowieso zu wenig Wasser und so weiter produzieren. Dann wäre nämlich die Produktionsstätten abgestellt. Wir kümmern uns um Energie. Danke Spiel, dass du mir andere Aufgaben gibst. Das heißt, wir müssen mal schauen, da ist ja unsere, genau, die brauchen wir, jetzt gucke ich nochmal eben, was ausgegangen ist an Dings, ne? So, jetzt sind die nämlich alle, dann können wir jetzt die Kartoffeln hier reinpacken. So, gut, dann schauen wir mal, was brauchen wir denn an Ausbau für Energie? Da sind wir, die Batterienaufbau aufstocken, das bringt nichts, weil wir ja gar nicht genug Input haben. Wie ihr seht, also ich denke, man sieht das, der Balken in der Mitte zwischen den Batterien in diesem Feld hier auf der rechten Seite, der geht ja ruckzuck runter, bei 545, 400 bla runter geht's, das ist schwierig. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass wir das jetzt hier irgendwie aufgewertet kriegen. Verstärker 4. Der Energieverstärker erhöht die Menge der produzierten Energie eines Generators. Also das wäre schon mal sinnvoll. Und der multipliziert das nochmal. Also Verstärker und Akkus müssten wir bauen. Fangen wir mal oben an und schauen mal. Batterie, wie gesagt, dicht. Kernbatterie, das, ich habe keine Ahnung, wo man die einsetzen kann. Ich will die jetzt auch nicht extra bauen. Abgesehen davon brauche ich hier 5 andere davon. Batteriequalitätsstufe Kern, aber ich weiß ja nicht, wo ich die einsetzen kann. Also wenn ihr das wisst zufällig, einen Tipp würde ich ganz gerne mal annehmen da, weil das erschließt sich mir irgendwie nicht. So, das heißt, wir brauchen elektrische Umwandler, also Transformatoren. Kabel haben wir ein bisschen was auf Halde und Aluminium haben wir auf jeden Fall genug. Das heißt, wir müssten jetzt erstmal Trafos bauen.
Dazu brauchen wir von den Dingern was. Das ist okay. Dann bauen wir die einfach mal in Serie, weil wir eigentlich davon brauchen. Und sehen dann zu, dass wir die Verstärker erstmal austauschen und dann mal gucken, ob das dann eventuell reicht. Ja, die ziehen mir hier die Energie komplett raus. Das macht natürlich sich auch bei der anderen Produktionsketten dann bemerkbar. Das ist natürlich schwierig. Und wenn dann zum Beispiel unsere Flieger am Boden bleiben, holen die wieder nicht Rohstoffe ran. Die können wir nicht wiederverwerten bzw. recyceln. Und dann fehlen zum Beispiel Samen für Hafer und. Eventuell liegt das dann auch daran, dass wir zu wenig Wasser haben. Weil ganz einfach... Ja, ist natürlich das Problem, hier fehlt auch Energie. Na, mal schauen. Was haben wir jetzt gesagt? 2 Stück brauchen wir, ne? Das ist doof. Haben wir denn schon welche auf Halde? Ein bisschen was verkaufen können wir hier gerade mal. Elektrik. 2 sind auf Halde. Brauchte ich da 4 von? Doof, das sagt er mir jetzt nicht. Dann machen wir das mal anders. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Da war übrigens das Hilfemenü, da können wir zwischendurch mal reingucken. Verstärker Q5. Kann ich ihn nicht rüberziehen? Das ist doof, schade. Ich dachte, das geht. Ja gut, wenn die am Produzieren sind, dann gucken wir doch mal hier in die Hilfe rein. Ich weiß nicht, ob ich euch die schon mal gezeigt habe. Über F1 erreicht ihr die. Keybinding, Interface und Tipps. Keybinding ist klar, da kann man sich mal anschauen. Auf YouTube kann man es wahrscheinlich jetzt nicht lesen, das ist sehr klein geschrieben. Steuerung, was hier alles wo liegt, über die Zeitgeschichte, wie man die schneller und langsamer macht. Die Management-Tasten, was wo liegt, also die Shortcuts sozusagen. Auf den Zifferntasten 1 bis 5 liegt Energie, Food, Building List, Technology, Colony Expansion. Das heißt also, wenn ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 durchdrücke, dann kommen hier die ganzen einzelnen Menüs hoch. Technology gibt es ja noch nicht. Das ist, ne, Moment, das ist. Die sind sogar anders angelegt. Ich habe hier 4 gedrückt, dann kommt Energie. Das ist interessant. Das ist nicht das, was da steht. Ja, mein Gott, Crypto Room, Quest, bla bla bla. Ist also irgendwie auch nicht so ganz wirklich. Was haben wir hier? So, Order, Open, Tenants and Saved in Memory, was? Ach so, alles klar, ja. Open Close, bla bla bla. Ja, okay. So, dann zum Interface hier, also rundherum, das hat das Menü, was da zu gucken gibt. Time Status ist klar, Management hier auf der linken Seite, das gibt es aber nicht mehr, das ist nach unten gewandert. Man sieht, dieses Hilfefenster ist noch aus einer etwas älteren Version. Das ist ja vor 2 Versionssprüngen oder Patchen, 2.7.7 sind wir, glaube ich, ist das ja nach hier unten links gewandert komplett. Finde ich auch besser, dass das da zentral ist. Und diese ganze Management-Geschichte, die man hier unten in dem Hilfefenster sieht, ist auch eben da integriert. Wir haben dann also das Inventar rechts noch liegen. Oben die Konsumstatistik und das war's. Status, bla, was gibt's da noch? Wer, was, wann, wo? Kleinkram. Functionally to be implemented, naja, okay, das gibt's noch nicht, das Lock, da sind noch Klamotten, die gibt's noch so nicht. Im Inventar Favorites gibt es hier auch nicht, wie ihr sehen könnt, das ist also auch nicht ganz angepasst. Was steht denn hier? Condenser Generator in Raw Production ist okay, das weiß ich. 4 Akkus, 4 Amplifier. Haben wir ja Total Energy Production, Require Energy to Hold, so, da. Ich lese mir das gerade mal durch. Okay. Storage Energy, ich guck doch mal gerade noch mal rein. Ja, okay.
Also die Energie, die erzeugt wird auf der linken Seite, Generator, die Verstärker und Akkus, läuft also in das Gesamtsystem rein. Dann unsere Schutzkuppel hat einen Verbrauch von 4. Wir produzieren Grundversorgung 100. Diese Menge von Energie, die versorgt wird. Dann verstärkt mal 2. Ne? Weil jeder Produktion, jeder Verstärker verstärkt um 0,5. Ne, macht also mal 4, sind es mal 2, dann sind wir bei plus 200. Dann wird das Ganze nochmal um 2 verstärkt, also dann sind wir bei 400. Und insgesamt kommen wir bei 700 dann raus, warum auch immer. Achso, das ist die zusätzliche Energie. 400, 600, 700, alles klar. So, Kuppelverbrauch ist 4, was auch immer. Watt oder wie auch immer, Kilowatt, Megawatt. Und dann geht das hier rechts in den Kernspeicher rein. Und von dort werden die Systeme gespeist und bei Überschussproduktion geht es halt in die Batterien, in den Energievorrat. Und weil wir halt zu wenig haben, werden die Batterien leergezogen, zumindest bis auf 0 runter. 4500 Speicher hätten wir. Also macht es jetzt gar keinen Sinn, Entschuldigung, die Batterien auszubauen, weil die ja eh leergezogen werden. Das heißt, die Gesamtproduktion ist zu niedrig. So, und wir müssten eigentlich die Generatorproduktion jetzt steigern, weil hier bin ich ja mit den Verstärker- und Akkuausbau irgendwann auch mal limitiert, so dass ich da auch ans Ende komme. Da bin ich nämlich wirklich am gucken, wo man jetzt hier diese Upgrades reinpacken kann. Das habe ich nämlich so noch nicht verstanden. Entweder ist es noch nicht implementiert oder es muss noch erforscht werden. Das weiß ich so jetzt nicht. Bin ich ja mal ganz ehrlich, ne? Management 2, ja, das ist die ganze Market-Geschichte, bla bla bla. Entschuldigung, Frosch im Hals. Search, gibt's das schon? Nein, gibt's nicht. Achso, ja, alles klar. Specials, was haben wir da noch? Okay, Blueprints kennen wir ja. Und Tenants, das sind die Hausgeschichten. Das ist aber alles auch noch nicht so weit komplett implementiert. Da warten wir noch ein bisschen drauf. So, die Trafos sind fertig. Das heißt, jetzt können wir hier unsere Verstärker Q5 bauen, zumindest einen. Und dann mal schauen, wie viel Energie wir dabei rauskriegen. Ja, so viel mehr ist das nicht. Der macht plus 0,6. Das ist ja ein Traum. Lohnt sich ja kaum. Schwierig. Dann schaue ich jetzt gleich mal eben, wie viel braucht der? 48 Zyklen. Ach du Scheiße. Muss ich jetzt gleich mal schauen, was wir dann brauchen, um die Dings zu produzieren. Das können wir ja mit F2 machen. Das Menü habt ihr ja schon mal gesehen. Das heißt, ich ziehe jetzt einfach hier meine Akkus aus dem Dings raus. Ne, das nicht. Aus dem Vorrat. Einfach hier oben reinklatschen. Dann sagt er mir, was ich dafür brauche. 400 von diesen elektrischen Komponenten. Alles klar. Quatsch. 50 Stück. Und 4 haben wir. Das heißt, dafür brauchen wir dann diese ganzen Klamotten. Das heißt, im Moment fehlen uns Kabel. Und die werden wir dann hier hinten produzieren. Quatsch. Genau, das brauchen wir. Und der macht mir mein Zubehör, das passt alles sehr schön. Da haben wir noch 150 Stück von. Wie ihr seht, diese Komponenten, die wollten wir auch alle so mehr oder weniger automatisieren, dass wir auch eine durchgehende Produktion davon haben. Nicht alleine deswegen, weil wir sie jetzt brauchen, sondern auch, um sie dann auf dem freien Markt ganz gut gewinnbringend zu verkaufen. So, wie weit sind wir hier? 31%. Bisschen dauert es noch. Ja, komisch. Ich weiß nicht, war jetzt ein Update dazwischen? Nee, war nicht. Wir hatten noch letzte Mal eigentlich ausreichend Energie.
Naja, jetzt haben wir keine oder nicht genug. Das heißt, wir bauen die jetzt wieder aus. Und dann sind wir irgendwie dann doch schon limitiert an der Energie, an der Ausbaugrenze. Was ich nicht verstehe, weil ich habe Bilder von Städten gesehen, die waren wesentlich größer. Wie haben die das denn mit der Energie gemacht? Muss ich mich nochmal schlau machen, bin ich ja mal ganz ehrlich. Werdet ihr in der nächsten oder übernächsten Folge dann vielleicht erfahren. Sofern ich da mehr weiß. 334.000 Credits haben wir, das ist schön. Und was haben wir hier jetzt auf Halde? Das sind die Kerndokumente. Ja, wie gesagt, da weiß ich momentan echt nicht, wo ich damit hin soll. Hört sich zwar blöd an, aber ist leider so. Komm, mach fertig. Ich möchte Wasser produzieren. Könnte natürlich jetzt auch zwischendurch schon die ganzen Leute einstellen, fällt mir ein. Beziehungsweise 19 Stück kann ich noch einstellen. Dann haben wir wieder keinen Wohnraum. Na, 60%, das dauert noch ein Stück. Gucke ich mal, was haben wir denn hier? Anlagenbediener, die kann ich ja so holen, ne? Techniker, den stelle ich mal ein. Was haben wir hier noch? Nix. Schade. So, wo ist meine Wasserfabrik? Die ich noch nicht umbenannt habe, fällt mir übrigens gerade ein. Oder noch nicht benannt habe. Weiß gar nicht, haben wir die anderen nummeriert oder so? Nee, ne? Entsalzungsanlage heißen die einfach nur, okay. Dann heißt sie auch weiterhin Entsalzungsanlage. Da ist der faule Hund. Können schon mal hier rüberziehen. Zwischendurch läuft die Anlage ja auch mal ein bisschen. Das ist ja nicht das Problem. Na, komm her. Deswegen müssen die Techniker jetzt auch mal ran hier. So, bitte. Das war der falsche Knopf. Ich wollte eigentlich tauschen. Junior-Programmierer. Brauchen wir nicht. Tschüss. Den wollte ich nämlich haben. Na, komm schon. Holen wir uns mal im Fixie-Techniker, dann haben wir die schon mal zusammen. Zwei. Und jetzt nochmal drei Stück. Nicht, dass uns hier die Anlage nach auseinanderfällt. So, ab nach oben. Zack. Na komm schon. Anstellen. Da haben wir nichts. Dann tauschen wir nochmal aus. So, noch ein und zwei. Komm schon. Da ist gerade ausgetauscht. Jetzt nehmen den doch mal an. Dankeschön. Einmal und zweimal und dann schauen wir mal eben, ob jetzt unser Akku fertig ist. Sprach und der ploppt da unten auf. Ist nämlich just in time. Dann können wir jetzt hier eben den noch anschalten. Zack, dann gehen wir ins Energie-Dingsbums-Menü und tauschen mal eben diesen Akku aus. Den wollte ich haben. Wir produzieren jetzt 700 und damit produzieren wir 730. Yay! Das ist ja eine Riesenmenge. Gut, dann stellen wir jetzt eben noch fix die Elektrokomponenten-Fuzis da hinten oben auf Akku produzieren. Nein, das ist der falsche. Doch, war der richtige, Entschuldigung. So, ihr dürft jetzt elektrische Trafos bauen. Okay, da brauchen wir auch noch ein paar von. Die werden ja da hinten produziert. Da schaue ich eben noch rein. Und dann sind wir schon wieder beim Folgenende. Das geht ja heute wieder ratzfatz.
Wir haben ja einen Haufen geschafft von dem, was wir machen wollten. Eigentlich wollten wir die Entsalzungsanlage bauen, aber naja. So, der macht Kabel, das ist okay. Und der macht diese elektrischen Dingsbumsteile, das ist okay. Und damit sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Projekt Aura. Bis dann, ciao.